Hallo und willkommen zu diesem Video. Das Video haben sich schon länger ein paar Girls von euch gewünscht, vielleicht auch Boys. Keine Ahnung, wen ich hier alles mit inspirieren kann. Aber ich spreche heute über meine Trainingsroutine. Und ihr wisst ja, dass ich über 2 Jahre ausschließlich Homeworkouts gemacht habe. Ich habe da auch schon ein paar Runs, so 3-Kilometer-Runs und so integriert, aber eigentlich hauptsächlich Homeworkouts. Und damit habe ich auch um die 20 Kilogramm abgenommen, also durch die Erhöhung meiner Alltagsenergie, aber auch durch einfach regelmäßiges Training zu Hause. Und dann habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt. Als es dann nach der Pandemie wieder möglich war, habe ich ein bisschen in die High-Rocks-Richtung trainiert und mich da ausprobiert und habe auch das Laufen erhöht. Und tatsächlich ist davon nicht mehr so viel übrig geblieben, denn meine Trainingsroutine zieht anders aus, weil ihr ja auch wisst, dass ich aufgrund dieser sehr intensiven Trainingsphase, also vielleicht nochmal so zur Orientierung, ich hatte 2 Jahre Homeworkouts und ein bisschen Cardio in Form von Laufen gehen, aber ganz unkompliziert, das habe ich auch nur mit so einer App und so getrackt, also einfach nur, damit ich so ungefähr wusste, wo ich bin. All fine, war voll perfekt, dann habe ich es mit Sport komplett schleifen gelassen, dann krass übertrieben und jetzt sind wir eigentlich in dieser Phase, wo ich dann jetzt wieder so eine Balance gefunden habe und meine Routine und auch ein paar mehr Sachen integriere und auch immer abwechsel. Aber ich finde, dass ich in den letzten Monaten schon wieder so ein bisschen eine Routine geschaffen habe und mir ist aufgefallen, dass ich manche Dinge irgendwie gleich integriere. Also zu Beginn, als ich zum Beispiel nur diese Homeworkout-Phase hatte, habe ich halt nur Homeworkouts gemacht. Mittlerweile integriere ich ja schon mal ein paar Classes, weil ich ja auch super viel unterwegs bin. Also falls das jetzt auch jemand hört und sich denkt, ja, ich bin aber diese Woche da und nächste Woche hier. Also ich kann euch zum Beispiel Class Pass empfehlen. Das ist eine unbezahlte Werbung. Also das ist so ein Private-Ding. Ich kann auch meinen Freundinnen einfach einen Link davon schicken und dann können die einen Monat kostenlos das testen. Also ich habe keine Kooperation mit denen, aber das kann ich euch mal in die Infobox packen, weil dann bezahlt man quasi einen Beitrag und kann dann aber gucken, okay, will man mal hier zum Pilates oder mal in irgendeine andere High-Intensity-Class oder zum Boxen oder es gibt auch so Spa-Sachen und so. Also das ist schon ganz cool und das nutze ich zum Beispiel. Aber wir fangen mal von ganz vorne an. Und ich erzähle euch, wie aktuell so eine Trainingswoche bei mir aussieht. Dafür hole ich jetzt mal mein Handy raus, weil wir müssen diese Woche ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich sage euch einfach immer, was ich gemacht habe, wieso ich das mache. Das ist mir auch ganz wichtig, um euch ein bisschen Einblick zu geben. Nicht einfach nur so stumpf, ich sehe vielleicht so aus und trainiere vielleicht so und du musst es genauso machen wie ich. Nee, aber ich möchte euch einfach erklären, wieso ich vielleicht manche Trainingseinheiten mache und wieso ich manche vielleicht gar nicht mehr mache oder weniger. Also, meine Woche hat am Montag gestartet mit einem Rest Day, denn ich war am Sonntag bei Barry's. Das seht ihr in einem neuen Vlog von mir, der kommt auch bald online. Da nehme ich euch mit in meine Morning-Routine und in meine Sonntagsroutine. Und ich mache das immer so, dass ich mir einfach immer wirklich sonntagsabends angucke, okay, wie sah jetzt diese Woche aus? Hätte ich zum Beispiel an einem Sonntag einen Rest Day gehabt, dann hätte ich montags mit Sicherheit trainiert. Aber so war es eben so, dass ich an einem Sonntag einen Trainingstag hatte und dachte, hey, ich starte ganz entspannt am Montag. Ich habe da auch Meal Prep gemacht und habe einen Walk gemacht. Also ich gucke, dass ich an meinen Rest Days sowie aber auch an meinen Trainingstagen immer so um die 10.000 Schritte gehe. Es ist jetzt nicht so, dass ich abends, wenn ich 9.000 Schritte habe, denke, oh mein Gott, ich muss jetzt nochmal gehen. Aber ich versuche das schon so anzupeilen, weil ich einfach merke, dass es meiner Verdauung, meinem Wohlbefinden und allem Drum und Dran einfach gut tut. Und genau, deswegen hat mein Montag gestartet mit einem richtig langen Walk. Da habe ich mir auch einen Tee mitgenommen und bin einfach entspannt in die Woche gestartet. Sowas hat mir übrigens auch richtig krass geholfen, weil durch meine Weight Loss Journey habe ich irgendwie gedacht, ich muss, also klar, durch Sport habe ich natürlich auch abgenommen, aber auch durch eine gesunde Ernährung. Und ich dachte, eine Zeit lang hatte ich dieses ganz oder gar nicht denken und dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt einen Tag keinen Sport mache, dann ist wieder alles für den Arsch, also kann ich jetzt heute auch richtig viel essen und so. Und das ist halt richtig dumm, weil der Körper braucht halt auch Rest. Man kann halt nicht jeden Tag trainieren, weil der Körper auch einfach mal eine Pause braucht. Vor allem beim Muskelwachstum ist das super wichtig, was ich ja gerade nicht mache oder nicht mein Ziel ist, aber trotzdem auch das kardiovaskuläre System. Man kann einfach nicht immer 100% geben und das ist ganz wichtig. Und dann ist es aber umso wichtiger, dass ihr eure Ernährung und den anderen Routinen einfach treu bleibt und um kontinuierlich an euer Ziel, also daran zu arbeiten, an euer Ziel zu kommen.
Genau, montags hatte ich ein Rest-Day, wie gesagt, und dann habe ich dienstags eine Pilates-Class gebucht in Frankfurt. Das war richtig, richtig, richtig cool. Das war Full Body und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Reformer ist. Das ist einfach so ein Gerät und das hat so eine bewegte Platte und diese Platte kann befestigt werden mit so Federn und jede Feder hat quasi eine andere Stärke und dann steht man manchmal da so drauf und muss halt mit dem Bein, also man steht auf so einem festen Teil und schiebt diese Plattform eben mit dem Bein weg. Und wenn das halt eine Feder ist mit sehr viel Kraft, dann ist es halt schwerer. Und wenn die Feder halt quasi leichter ist, dann ist es halt leichter. Und beim Pilates ist es ja grundsätzlich so, dass man einfach die komplette Körperspannung braucht. Und deswegen ist es super anstrengend fürs Tiefengewebe, für die Tiefmuskulatur und fürs gesamte System, weil ihr auch die Übungen, die ihr beim Pilates macht, nicht spüren könnt, wenn ihr keine Spannung im ganzen Körper habt. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Po trainiert und ihr haltet euch aber auf diesem Reformer-Gerät, dann ist es halt total wichtig, dass ihr auch die Schultern wirklich vom Ohr weg, alles ist gerade, Wirbelsäule ist gerade, Core ist immer angespannt. Also man arbeitet sehr viel im Yoga und im Pilates, ist es ja wirklich so ein bisschen so hier mit dem Zentrum, dass es da einfach immer stark ist. Und deswegen mache ich jetzt aktuell gerne Pilates, weil ich einfach merke, dass mich das generell viel stärker macht. Also ich merke, dass ich erstens ein besseres Gefühl für meinen Körper bekomme, zweitens generell für meine Körperhaltung und drittens, ich finde auch das einfach schön, weil es etwas sehr Feminines ist. Und ihr wisst ja, dass ich ein Problem mit der Regelmäßigkeit meines Zyklus habe und dieses Feminine tut mir einfach gut. Ich mag den Lifestyle, ich mag das, Mädels zu folgen, die Pilates machen, die ein Check-in mit sich selbst machen. Für mich ist dieses Leben und diese Art, wie ich Sport mache und lebe, einfach ein Lebensgefühl. Und Pilates unterstützt mich da einfach, weil ich dadurch einfach ein besseres Gefühl für meinen femininen Körper bekomme und aber auch super stark werde und es einfach auch ein krasses Training ist. Also bin ich euch ganz ehrlich. Und deswegen integriere ich einmal die Woche ungefähr Pilates im Studio, also mit Reformer oder Megaformer. Da nehme ich euch aber auch auf Instagram immer mit. Und da habe ich Full Body trainiert und dann bin ich nach Hause gekommen und habe den ganzen Tag am Laptop gearbeitet und dachte mir nachmittags so, wieso laufe ich nicht nochmal? Und da habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich hatte eine Phase, wo ich sehr viel gelaufen bin. Das war im Sommer, da habe ich mich ja auf einen Halbmarathon vorbereitet. Und jetzt bin ich super wenig gelaufen irgendwie. Ich keine Ahnung, wieso. Also irgendwie hat sich das so ein bisschen ist ausgelaufen. Und ich hatte so Bock, dass ich einfach losgelaufen bin. Ich habe nicht auf die Zeit geguckt, gar nichts. Ich bin dann irgendwie 7 Kilometer oder so gejoggt, ganz entspannt, aber mit einer entspannten Pace. Weil das möchte ich euch auch mitgeben. Ich habe quasi dann noch eine Cardio-Einheit, die ich jede Woche integriere. Und die integriere ich, weil ich einfach gerne mein kardiovaskuläres System unterstützen möchte. Also ich möchte meine Herz-Kreislauf-Gesundheit unterstützen und vor allem möchte ich auch in dem Pulsbereich arbeiten, wo auch die Fettverbrennung ein bisschen angekurbelt wird, weil das passiert in einem sehr niedrigen oder in einem sehr hohen, wie beim High-Intensity-Bereich, eher selten. Da verbrennt man auch Kalorien und man verbrennt ja auch nach dem Training noch Kalorien. Das ist der sogenannte Nachbrenneffekt und der ist beim High-Intensity auch ein bisschen größer. Aber langfristig ist es einfach für mich irgendwie besser und einfacher, in nicht so einem hohen Herzfrequenzbereich zu trainieren. Falls ihr versteht, was ich meine. Naja, jedenfalls, wir haben jetzt schon einen Rest-Day am Montag, dann Dienstag, nochmal zur Wiederholung, war Pilates und ein entspannter Lauf, also diese beiden Einheiten. Am Mittwoch hatte ich dann wieder einen Rest-Day, da hatte auch meine Schwester Geburtstag und da war ich dann bei meinen Eltern, da gab es Joghurt. Ich weiß noch, da habe ich mir so einen richtig leckeren Proteinjoghurt gemacht mit Banane und Nussmus aus dem Airfryer. Boah, das war so lecker. Ist ja hier kein What I Eat in a Day, aber es war auf jeden Fall sehr geil. Und am Donnerstag habe ich Beine trainiert und das ist wirklich was ich ja jetzt schon seit Monaten mache. Das ist auch wirklich kontinuierlich, genauso wie die Pilates-Class mache ich ja jetzt schon wochenlang. Und ich habe wirklich, meine Beine, finde ich, haben sich so krass verändert, seitdem ich dieses Workout von mir mache. Ich kann euch das nochmal unten verlinken. Das ist ein 30-Minuten-Workout mit Warm-up und Cooldown. Und das Coole daran ist, das kann man zu Hause machen, weil man braucht eigentlich kein Equipment, aber man kann es auch im Gym machen oder auch mit Home-Equipment, weil ihr könnt einfach unterschiedliches Gewicht jedes Mal in die Hand nehmen. Man hat oft, also es ist ein Beinworkout, aber man hat oft freie Hände und eigentlich die ganze Zeit. Und man kann Bootyband nehmen und so kann man zum Beispiel starten, dass man sagt, man macht das erstmal ohne Equipment, wenn man Beginner ist. Und dann sagt man, okay, und jetzt mache ich mal ein Light Bootyband drum. Und beim nächsten Mal mache ich das leichte Bootyband, aber ich nehme mal 2-3 Kilo Gewicht in die Hand. Und so kann man halt sich da immer schön staffeln. Und da bin ich jetzt, glaube ich, schon bei einem Heavy
Band und 10 Kilo Gewicht oder so in der Hand. Und das mache ich einfach Woche für Woche durch. Das ist so ein geiles Workout. Und was ich danach noch gemacht habe, ich war 15 Minuten auf dem Stairmaster und habe ein bisschen Nachrichten beantwortet. Das mag ich einfach ganz gerne und ich liebe das aber auch. Also ich mag es auch als Warm-up, aber ich liebe es einfach, wenn man Beine, also es ist ja so eine große Muskelgruppe, die ja sehr viel Energie braucht und die ich auch immer sehr krass merke. Auch am nächsten Tag merke ich das einfach, dass ich da einfach Energie brauche in Form von Essen. Und ich liebe das einfach, mich da nochmal so ein bisschen auszulaufen auf dem Stairmaster, um einfach so nochmal richtig so ein Brennen reinzubekommen. Ich trainiere ja übrigens nicht auf Muskelwachstum, also das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es gerade, vielleicht das auch mal zwischendurch. Was ist gerade mein Ziel? Mein Ziel ist eigentlich, meine Figur zu halten, weil ich happy bin. Natürlich freue ich mich immer über ein bisschen mehr Definition, ein bisschen weniger, aber das ist bei mir tatsächlich einfach auch ganz oft so Salz- und Wasserbedingt und zyklusbedingt. Also mein Gewicht oder so verändert sich, wiegt mich jetzt nicht so oft, aber es verändert sich nicht so viel. Aber klar, wie man aussieht, das ist ja schon manchmal innerhalb von ein paar Stunden einfach anders und die Selbstwahrnehmung spielt da auch eine große Rolle. Aber im Grunde möchte ich einfach meinen Körper so weiterhin trainieren und so bleiben und ja, das ist es eigentlich. Also ich möchte meine Gesundheit unterstützen und lean bleiben. So, vielleicht ist es einfach das. Freitag war ich dann in Berlin. Da war ich bei Barry's und habe meine High-Intensity-Class gemacht. Und ich liebe ja Barry's. Also ihr kennt Barry's von mir. Ihr könnt auch auf Instagram mein Highlight angucken. Ich habe da auch einen Code dafür, für alle, die es mal probieren wollen. Gibt es auf jeden Fall in Deutschland, in Berlin und in Frankfurt. Es lohnt sich. Es ist der geilste Schuppen auf dieser Erde. Das ist gerade unbezahlte Werbung. Ich liebe Barry's einfach so sehr. Und da mache ich mein High-Intensity-Training. Und das ist eigentlich im Grunde auch, sind diese vier Dinge, sind diese vier Einheiten, die jede Woche gleich sind. Ich habe einmal Pilates, ich habe einmal eine Cardio-Einheit, wie Laufen oder Stairmaster oder sowas. Ich habe einmal eine Unterkörpereinheit und ich habe einmal eine High-Intensity-Einheit. Das sind vier feste Einheiten, die ich so plane. Und natürlich, wie gesagt, durch Pilates ist auch viel Oberkörper dabei. Und wenn ich es dann noch schaffe, dann integriere ich auch gerne nochmal ein Oberkörper-Workout. Ich war dann samstags auf einem Event bei Mary und da wusste ich auch schon, dass wir ein Workout machen werden. Und das war auch Abs und Booty. Das heißt, ich hatte hier auch nochmal schön den Bauch mit drin. Sonst hätte ich, glaube ich, einen Oberkörper-Workout integriert. Und dann hätte ich 5 Einheiten gehabt. Also ich schaue schon so, dass ich... Ich würde schon sagen, im Schnitt habe ich 5 Einheiten die Woche. Und vermutlich ist dieses Oberkörpertraining auch immer mit drin, aber es gibt auch mal eine Woche, da ist es halt nicht mit drin. Aber durch Pilates ist es einfach der Fokus und Oberkörper trainiere ich tatsächlich auch einfach immer noch im Home-Workout-Style. Also ob das jetzt mein 25-Minuten-Core-Workout ist, ob das mal Pamela ist, ob das mal Pilates ist von irgendwem anders oder ob es dann doch mal im Studio ist, weil oft sind auch die Pilates-Classes einfach mit einem Fokus, ist ja immer Full-Body, aber oft ist der Fokus zum Beispiel auch dann eher auf dem Unterkörper oder eher auf dem Oberkörper. Danach richte ich das halt auch ein bisschen aus. Genau, und ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Und ja, dann hatte ich sonntags einen Rest-Day und deswegen habe ich dann am Montag danach, kann ich schon mal einen Spoiler geben für Woche 2, habe ich mit einem Oberkörpertag gestartet. Und das habt ihr aber vermutlich auch auf Instagram gesehen. Also ihr seht, das ist so gerade wirklich die Art, wie ich trainiere und ich kann da gerne auch irgendwie nochmal ausführlicher drauf eingehen, vielleicht auch in einer Podcast-Folge oder auch auf Instagram, also macht auf jeden Fall, make sure, das ist immer so komisch, wenn man das dann auf einmal auf Englisch sagt, make sure to follow me on every social media account, weil ich glaube, dass das auch nochmal ein super interessantes Thema sein könnte für Instagram, für eine Q&A oder auch im Podcast mit Anna, um da vielleicht auch nochmal auf die mentalen Vorteile einzugehen, gerade Thema Krafttraining, aber auch Cardio. Ja, das ist einfach wirklich unglaublich und ich bin auch einfach so froh, dass ich einfach so gerade so diese Leichtigkeit wieder habe. Ich meine, wie gesagt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, ihr wisst ja, welche Ups und Downs ich hatte und für mich ist es einfach die perfekte Kombi und es ist auch in Ordnung zu akzeptieren, dass das Leben in Phasen verläuft. Und wenn hier jetzt jemand zuguckt und sich denkt, boah krass, die hat voll die Ahnung oder die macht ja schon das und das und boah, voll heftig, sie trainiert, auch das, sie trainiert, aber warum machst du überhaupt Sport, wenn du gar nicht abnehmen oder zunehmen oder was auch immer willst? Es ist einfach mittlerweile nach, wann habe ich angefangen, so richtig 2019, 20, 21, 22, 23, ich komme jetzt ins 5. Jahr, wo ich regelmäßig, also wo ich 4 bis 5 Mal die Woche Sport mache. Das ist auch nichts, was sich von heute auf morgen entwickelt hat, sondern mittlerweile ist es einfach ein fester Bestandteil meines Lebens und ich denke gar nicht drüber nach. Ich habe einen Fokus, der liegt gerade auf Wellbeing, auf Gesundheit, auf Staying in Shape
und damit fahre ich gut. Ich zähle keine Kalorien, ich zähle auch keine Kalorien irgendwie beim Sport oder so. Es ist einfach meine Routine und das hat auch länger gedauert und da darf man auch dran feilen. Da kann man sich hier Inspo holen, da kann man aber auch selber ausprobieren und da kann man auch mal 2 Jahre Homeworkouts machen, danach feststellen, man will mal was Neues probieren, feststellen, das war's nicht und dann irgendwie wieder ein bisschen zurückrudern und sich da einfach selbst so ein bisschen entfalten. Genau, das vielleicht noch abschließend. Ja, das waren jetzt so ein bisschen Einblicke in meine Trainingsroutine. Vielleicht konnte ich jemanden inspirieren. Schreibt mir gerne, wenn ihr noch Fragen habt, auch gerne unter dem Video. Bleibt auch gerne auf meinem Account, also abonniert gerne meinen Account und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder.